Rousseau war ganz stark auf die Natur konzentriert, sehr naturverbunden. Es gibt auch die Idee des edlen Wilden, ja. Und da gibt es auch eine interessante Geschichte des Wilden von Aveyron. Dieser Wilde, das war ein Kind, das ein Wolfskind, ein sogenanntes. Man hat diese Kinder, die im Wald ausgesetzt wurden, aus verschiedensten Gründen, die dann dort in irgendeiner Weise überlebt haben, als Wolfskinder bezeichnet. Dieses Kind, das dann später Victor getauft wurde in eine Taubstummenanstalt gebracht und der Direktor dort, ein aufgeklärter Direktor, ein Anhänger der Aufklärung, hat versucht, dieses Kind für die bürgerliche Gesellschaft sozusagen zu erziehen. Das war sozusagen ein Experiment. Da gibt es ein Kind, das völlig frei ist von irgendwelchen Einflüssen. Es ist ein völlig wildes Kind und wir bringen dem jetzt sozusagen die Regeln bei, das Essen, wie man sich kleidet. ORF 3 präsentiert Österreich die ganze Geschichte. Der History-Podcast mit Mariella Gittler. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind bei einer weiteren Folge Österreich die ganze Geschichte. Wir verlassen heute das Mittelalter und die frühe Neuzeit und schauen ins 18. Jahrhundert auf die Aufklärung. Und an meiner Seite heute Professor Thomas Helmut. Herr Helmut, stellen Sie sich kurz mal selbst vor, bitte. Danke für die Einladung. Mein Name ist Thomas Helmut, ich bin Historiker am Institut für Geschichte. Meine Schwerpunkte sind das 18., 19. und 20. Jahrhundert. Beschäftige mich sehr intensiv mit der französischen Geschichte im 19. Jahrhundert und die Französische Revolution gehört dazu, die Aufklärung. Und ich bin auch Geschichtsdidaktiker, bilde auch Lehrer an der Universität Wien aus. Herr Helmut, wir reden heute über die Wurzeln der Aufklärung und fangen gleich mit der ersten Kategorie an. Achtung, Klischeefalle. Das größte Klischee, könnte man so sagen, ist vielleicht das, dass Aufklärer alle Atheisten waren. Stimmt so nicht. Es gab zwar Aufklärer, die Atheisten waren, aber die meisten waren religiös, beziehungsweise muss man ja davon ausgehen, dass diese Gesellschaft religiös geprägt war. Diese Gesellschaft ist hochreligiös und die Aufklärer deuten nun auch diese Gesellschaft an. Es geht jetzt darum, dass sozusagen Gott, also man ist religiös, Gott, dass die Regeln des Zusammenlebens in die Natur gelegt hat. Und dann ist in Pension gegangen sozusagen. Ja, der liebe Gott geht in Pension und der Mensch selbst muss jetzt diese Regeln entdecken, diese Regeln des Zusammenlebens. Und der Mensch wird plötzlich bedeutend, das Individuum wird plötzlich bedeutend, das sich mit den anderen verständigen muss. Und diese Verständigung ist aber sozusagen in der Natur angelegt, in der Natur des Menschen angelegt. Wir sprechen auch oft vom Naturrecht im Zusammenhang mit der Aufklärung. Genau das spiegelt sich eben in dieser Idee. Gott ist aber weiterhin wichtig. Gott ist weiterhin wichtig, also der muss noch nicht abgeschafft werden. Ja, also manche wollen ihn abschaffen, also es gibt Aufklärer, die hier ganz radikal und atheistisch vorgehen, aber das sind eher weniger. Wenn wir auf die Wurzeln der Aufklärung schauen, können Sie ein bisschen erklären, woher jetzt diese Gedanken, diese neuen Ideen gekommen sind? Die Ideen entstehen in einer Gesellschaft, die sich im 18. Jahrhundert letztendlich grundsätzlich oder sehr, sehr stark wandelt. Das Bürgertum gewinnt immer mehr an Bedeutung, an wirtschaftlicher Bedeutung. Und letztendlich versuchen diese Bürger an der Gesellschaft zu partizipieren, mehr Einfluss zu gewinnen. Und da ist die Aufklärung dann, die ja das Individuum besonders betont, die optimale Ideologie für diese Partizipationsbestrebungen. Und es geht ja letztendlich darum, mündig zu werden. Ja? Also Immanuel Kant hat die Aufklärung als Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit bezeichnet. Das heißt, dass man
als Individuum selbstverantwortlich ist für das, was man tut. Man muss sich selbst sozusagen einbringen, politisch partizipieren und so weiter. Das ist wichtig. Also das Individuum ist ein ganz zentraler Aspekt der Aufklärung. Aber das Individuum ist nicht völlig freigesetzt. Ja, also das Naturrecht sozusagen oder dieser bedeutende Grundsatz, es gibt einen bedeutenden Grundsatz der Aufklärung, nämlich, dass die Freiheit des Einzelnen nur so weit reicht, als die Freiheit des anderen nicht beeinträchtigt ist. Also das ist ein ganzer zentraler Grundsatz. Und da gibt es dann Gesetze, die Verfassung und so weiter, die eben genau dieses Zusammenleben regelt. Und das, was Gott sozusagen, ja, die Rahmenbedingungen. Und Gott hat diese Rahmenbedingungen sozusagen in die Natur gelegt und die muss man selber entdecken als Mensch. Gab es so einen Punkt, den man festmachen kann als Auslöser für die Aufklärung? Naja, ein Punkt glaube ich nicht. Ich glaube, dass Literatur eine große Rolle spielt. Ja, Rousseau, Voltaire, all diese Autoren sind ganz wichtig für die Aufklärung. Die Enzyklopädie, die sogenannte, in der dann Ende des 18., also in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts alle Aufklärer, die Rang und Namen haben, etwas schreiben, also alle französischen Aufklärer. Und die versuchen dann sozusagen die Welt aus rationaler Sicht zu betrachten. Ja. Und das sind so Meilensteine der Aufklärung, die dann auch in Salons beispielsweise besprochen werden. Es gibt adelige Salons, also auch der Adel lässt sich ja von der Aufklärung durchaus beeinflussen. Also es gibt fortschrittliche Adelige, dann später bürgerliche Salons, in denen sich Aufklärer treffen, miteinander diskutieren, über die Gesellschaft diskutieren, über Gott und die Welt sozusagen diskutieren, könnte man sagen, und auch über neue Ideen, wie die Gesellschaft gestaltet werden soll. Die Aufklärung selbst ist eigentlich ein sehr elitäres Projekt. Ja, das heißt, es sind vor allem die Bürger, zum Teil auch Adelige, die sich mit diesen Ideen auseinandersetzen, die sich in den Salons treffen. Das 18. Jahrhundert ist dann gewissermaßen ein Laboratorium von Elitären, könnte man sagen, die über Gesellschaft, Wirtschaft und über den Wandel dieser beiden Bereiche nachdenken. Und der ökonomische und gesellschaftliche Wandel dieser Zeit bedarf auch der Überlegungen, wie die Gesellschaft künftig gestaltet werden soll. Wir kommen zur nächsten Kategorie. Echt irre. Rousseau hat viel Arbeit in Bücherschreiben, über Ideen nachdenken verbracht und echt irre, er hat seine eigenen Kinder, obwohl er davon spricht, dass Bildung so wichtig ist, ins Kinderheim gesteckt. Ja, das stimmt. Das ist ein Widerspruch, der tatsächlich ein bisschen irre klingt. Ja. Wobei man natürlich auch wieder sehen muss, dass Kinderheime damals durchaus üblich waren. Ja. Aber ja, wenn jemand, der über Erziehung schreibt, einen Bestseller schreibt, Emil, ja, dann so agiert, dann ist das natürlich tatsächlich ein starker Widerspruch, der da aufscheint. Weiß man, warum er seine Kinder abgegeben hat? Naja, man vermutet oder man hat so Hinweise, dass er das aus ökonomischen Gründen gemacht hat. Das heißt, er konnte oder hatte Angst, dass er nicht um seine Kinder sorgen konnte. Er hatte ja 5 Kinder und die hat er schon als Säugling ans Findelhaus abgegeben. Das heißt, trotz Bestseller war nicht genug Geld da? Ja, das kann man nicht so sehen wie heute, dass man hier groß Geld machen konnte. Ja, also, aber ja, also es ist durchaus ein Widerspruch, den er da praktiziert. Weil Sie vorhin Bildung angesprochen haben, gab es da bestimmte Bildungsideale? Ja, also Bildung war einmal auch geschlechtsspezifisch. Ja, also Frauen hatten gewisse Tätigkeiten zu lernen, nähen zum Beispiel. Ja. Burschen wurden dann anders erzogen, die wurden dann für die Öffentlichkeit erzogen. Was wichtig war natürlich die rationale Sicht auf die Welt, dann auch Formen des Umgangs. Ja. Also die bürgerliche Gesellschaft ist ja stark auch dadurch geprägt und die Aufklärung ist ja sozusagen die Grundlage der bürgerlichen Gesellschaft, in der wir heute zum Teil noch immer leben. Die bürgerliche Gesellschaft zieht bestimmte Regeln vor, bestimmte Regeln des Zusammenlebens, bestimmte Regeln, wie man sich verhält, was man anzieht etc. Und das alles fällt unter die Kategorie Bildung. Ja, also jeder muss seinen Part einnehmen und dafür vorbereitet werden. Und dafür hat Bildung zu sorgen. Dafür hat dann auch Schule zu sorgen später. Ja.
Rousseau war ganz stark auf die Natur konzentriert, sehr naturverbunden. Es gibt auch die Idee des edlen Wilden, ja. Und da gibt es auch eine interessante Geschichte des Wilden von Aveyron. Dieser Wilde, das war ein Kind, das ein Wolfskind, ein sogenanntes. Man hat diese Kinder, die im Wald ausgesetzt wurden, aus verschiedensten Gründen, die dann dort in irgendeiner Weise überlebt haben, als Wolfskinder bezeichnet. Dieses Kind, das dann später Victor getauft wurde in eine Taubstummenanstalt gebracht und der Direktor dort, ein aufgeklärter Direktor, ein Anhänger der Aufklärung, hat versucht, dieses Kind für die bürgerliche Gesellschaft sozusagen zu erziehen. Das war sozusagen ein Experiment. Da gibt es ein Kind, das völlig frei ist von irgendwelchen Einflüssen. Es ist ein völlig wildes Kind und wir bringen dem jetzt sozusagen die Regeln bei, das Essen, wie man sich kleidet und so weiter. Ist zum Teil völlig gescheitert. Ja. Der hat sich immer wieder geflüchtet und nach außen und wollte wieder nach raus und hat sich eingeengt gefühlt. Ja. Also es ist nicht gelungen, diese eingezäunte Freiheit der Aufklärung sozusagen zu vermitteln. Also dass man nicht völlig frei sein kann, sondern dass man eben auch Regeln und Normen befolgen muss. Ja. Also diese Idee des edlen Wilden, der gleichzeitig ein gezähmter Wilder ist, ja, das hat nicht so richtig funktioniert. Ja. Er ist dann irgendwann gestorben, man weiß nicht mehr genau, was aus ihm geworden ist, aber irgendwann wurde der Versuch abgebrochen, sozusagen, ja, den zu erziehen, ja, so richtig. Auch ein Beispiel für so einen edlen Wilden, unter Anführungszeichen, in Österreich war Soliman. Ja, Angelo Soliman, ein ehemaliger Sklave, der ist um 1720 in Afrika geboren worden und kam dann, wurde verkauft als Kind nach Europa, war in mehreren Adelshäusern als Lakai tätig, da zeigte dort schon seine vielfältigen Begabungen, war offenbar hochbegabt, ja, sprachlich, er konnte viele Sprachen und hat sich dann das Wohlwollen der höheren Gesellschaft verschafft. Und 1753 kam er dann in die Habsburger Monarchie, also in den Haushalt des Fürsten Josef Wenzel von Liechtenstein und hat dort sozusagen Eingang in die Gesellschaft, in die höhere gefunden, wurde von der Aufklärung interessanterweise auch beeinflusst und war auch Mitglied einer Freimaurerloge. Das heißt, er wurde durchaus akzeptiert, aber doch immer auch als eine Art Unikum oder Besonderheit Kuriosum. Betrachtet, ja, als Kuriosum. Das heißt, eigentlich ist er auch ein Beispiel für den Umgang dieser Gesellschaft, der aufgeklärten und Gesellschaft unter Anführungszeichen, mit dem Fremden gewissermaßen. Er wurde nämlich, nachdem er gestorben ist, ausgestopft und auch ausgestellt. Irgendwann ist er verbrannt bei einem Brand, aber die Leiche wurde dann ausgestopft und dem Publikum präsentiert. Also der Umgang mit Fremden ist auch in der aufgeklärten Gesellschaft, in der damaligen, also sehr problematisch. Sie haben es vorhin schon angesprochen, die Freimaurer hatten auch eine ganz wichtige Rolle in der Verbreitung der Aufklärung. Also die Freimaurer stehen oder auch die freimaurerischen Werte stehen ganz eng mit der Aufklärung in Verbindung. Da gibt es fünf Grundpfeiler, könnte man sagen, bei den Freimaurern: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität. Freiheit bedeutet individuelle Freiheit, da haben wir wieder den Individualismus der Aufklärung, man ist gegen Unterdrückung, Ausbeutung. Die Gleichheit meint die Gleichheit der Menschen, jenseits sozialer Grenzen, Unterschiede, die Gleichheit vor dem Gesetz. Auch wieder ein aufgeklärtes Prinzip, ja, also Gesetze, Verfassung sind wichtig. Dann die Brüderlichkeit meint die Solidarität. Ja, Schwesterlichkeit wurde damals noch nicht vertreten. Heute würde man einfach Solidarität sagen. Individuelle Freiheit ist also nur in sozialer Verantwortung zu denken. Das ist auch so ein Prinzip, auch der Freimaurer und der Aufklärung. Ich habe das schon mal erwähnt, die individuelle Freiheit geht eben nur so weit, als die Freiheit der anderen nicht unterdrückt wird. Ein Grundprinzip unserer Gesellschaft heute noch. Toleranz ist ein wichtiger Aspekt, eine wichtige Säule. Toleranz meint Toleranz gegenüber anderen Meinungen, das Akzeptieren von Meinungen, auch das Akzeptieren anderer Religionen und die Fähigkeit des Zuhörens. Und alle diese Punkte, wenn die erfüllt sind, machen die Humanität sozusagen aus. Im 18. Jahrhundert
bot die Freimaurerei dann die Möglichkeit, sich dem absoluten Herrschaftsanspruch des Staates letztendlich zu entziehen. Das war ja keine Demokratie, sondern eine Monarchie aus Gottes Gnaden sozusagen. Und die Freimaurerei war ein privater Raum, wo man sich diesen absolutistischen Anspruch oder den absoluten Herrschaftsanspruch des Staates entziehen konnte. Auch der Trennung nach Ständen, man ist ja sozusagen über die sozialen Grenzen hinweg orientiert. Soliman kommt da auch rein, ja, auch das Fremde darf hinein, die Akzeptanz des Fremden, auch wenn er dann später ausgestopft wird. Ja. Und Mitglieder der Freimaurerloge, der Logen konnten aus unterschiedlichen sozialen Schichten stammen. Es waren Adelige, Bürgerliche, Beamte, auch Kammerdiener, eben wie der sogenannte Mohr, unter Anführungszeichen, wie er damals genannt wird, wurde Angelo Soliman. Soliman war übrigens Mitglied der Wiener Loge zur Wahren Eintracht. Vielleicht noch zur Ausstopfung des Soliman. Er wurde in Lendenschurz gekleidet, mit Federn geschmückt, im KK-Hof-Naturalienkabinett zwischen Palmen und exotischen Tieren von 1797 bis 1806 ausgestellt. Das heißt, er wurde als wilder, edler Wilder in Gemeinschaft mit wilden Tieren ausgestellt. Ja, das Exotische betont. Also eine auswendig problematische Sicht, die da präsentiert wurde. Wie haben sich denn die Freimaurer damals organisiert? Ja, die Freimaurer hatten relative Freiheit eine Zeit lang. Ja. Also die konnten sich treffen, waren nicht kontrolliert oder nur partiell kontrolliert. Das ändert sich aber mit der Zeit unter Josef II. Interessanterweise, der enttäuscht über die Entwicklung der Freimaurerei war. Er erlässt 1785 das sogenannte Freimaurerpatent. Das heißt, die Anzahl der Logen wurden beschränkt. Die Mitglieder mussten behördlich gemeldet werden. Das war vorher nicht notwendig und das ist schon ein Eingriff des Staates letztendlich, eine Überwachung des Staates. Ja, der Staat weiß plötzlich, wer da aller Freimaurer ist. Und der Bürokratismus erreicht auch sozusagen die Freimaurergesellschaft. Es wurde eine Sammelloge in Wien gegründet, die dann zur Wahrheit bezeichnet wurde. Die einzelnen Freimaurerlogen in Wien wurden dann als Teilorganisationen angegliedert. Innerhalb der Freimaurer gab es aber durchaus auch ideologische Spannungen, das muss man auch erwähnen. Also es war nicht alles wunderbar und harmonisch, sondern es gab verschiedene ideologische Richtungen, Strömungen, was natürlich fast um Demokratie erinnert. Allerdings Ignaz von Born, ein ganz wichtiger Freimaurer, der auch Einfluss auf die Regierungstätigkeit hatte, der soll etwa durchaus Ideologiepolizist gespielt haben. Er ließ angeblich auch die Mitglieder der Loge überwachen. Also wir haben hier dann fast ein absolutistisches Überwachungssystem innerhalb der Freimaurerschaft. Also da wurde ziemlich gestritten offenbar. Das heißt aber, Josef II. Hat irgendwo eine Gefahr gesehen? Ja, sicher. Also die Nichtkontrolle der Freimaurer war natürlich ein Problem, weil er gesehen hat, da steckt auch Radikales drinnen. Ja, und das musste natürlich eingedämmt werden. Ja. Also Josef II. Wird zwar von der Aufklärung beeinflusst, aber durch das Volk soll nichts geschehen, ja, sondern durch den Herrscher. Ja. Alles für das Volk, nichts durch das Volk sozusagen. Ja, die Freimaurer, man sieht das an den Zielen, waren jetzt nicht eine Gruppe von Verschwörern, die vielleicht, wie der Nationalsozialismus dann immer auch noch unterstellt hat, alles Juden waren, die Gesellschaft vernichten wollen, sondern die hatten durchaus aufgeklärte Ziele. Ja, und diese aufgeklärten Ziele wurden diskutiert, vertreten und es wurde zum Teil versucht, es waren ja auch Beamte in diesen Freimaurerlogen, diese aufgeklärten Ziele sollten auch durch die Regierungen verwirklicht werden, durch den sogenannten aufgeklärten Absolutismus. Also man versuchte Einfluss zu üben. Neben den Freimaurern gab es natürlich auch andere neue Formen der Öffentlichkeit. Welche denn zum Beispiel? Naja, sagen wir mal, so semi-öffentlich waren diese Salons, ja, die gerade im 18. Jahrhundert
eine extrem wichtige Rolle für Diskussionen im Sinne der Aufklärung gespielt haben. Da haben sich Intellektuelle getroffen, Beamte, die sich mit der Aufklärung beschäftigt haben, Naturwissenschaftler, Dichter, Schriftsteller und haben über neue Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens diskutiert. Es kommt dann, das wird vor allen Dingen dann aber im 19. Jahrhundert vor allen Dingen sehr, sehr wichtig, die Cafés dazu, Treffpunkte, wo eben auch dann diskutiert werden kann, wo Demokratie, wenn man so will, gelebt werden kann. Die Revolutionäre in Frankreich beispielsweise, Französische Revolution, die hatten Treffpunkte, die hatten Lokale, wo sie sich trafen und dort diskutierten. Ja. Also das war ein Ort der Öffentlichkeit, wo Zeitung gelesen wurde, Billard gespielt dann später, ja, und auch diskutiert wurde. Ja. Also das ist so eine Öffentlichkeit, die ganz wichtig ist für die Entwicklung einer neuen Gesellschaft. Später kommt dann noch das Vereinswesen dazu. Auch Vereine sind letztendlich ja, Organisationen, Institutionen, die letztendlich funktionieren, aber da sind wir jetzt schon weit im 19. Jahrhundert, funktionieren wie eine Demokratie. Es wird der Vereinsvorstand gewählt, der kann wieder abgewählt werden, es gibt Wahlen, ja, also das ist ein Trainingslager für die moderne bürgerlich-demokratische Gesellschaft. Im Übrigen ähnlich wie mit der bürgerliche Ästisch, ja, der auch im 19. Jahrhundert sehr schön zeigt, wie Gesellschaft, eine bürgerlich-demokratische Gesellschaft, aussehen soll. Da gibt es bestimmte Regeln. Jeder, das Individuum, hat einen bestimmten Platz, hat sich nach diesen Regeln zu orientieren. Also es darf den anderen nicht in seiner Freiheit stören beim Essen. Aber die Kommunikation ist wichtig, die Gemeinsamkeit. Der Schmuck darf nicht Der Tischschmuck darf nicht zu hoch sein, weil man sonst nicht miteinander reden kann. Und der aber nicht diese Regeln beherrscht, der gehört auch nicht zu dieser Gesellschaft. Also wir haben hier wieder die Idee der Mündigkeit und des Bürgers. Also man muss dazu ausgebildet werden, um an dieser Gesellschaft teilzunehmen. Und somit ist der Esstisch letztendlich auch ein Trainingsraum für bürgerlich-demokratische Gesellschaften. Also man kann auswählen. Also es gibt Regeln, man kann nur einen bestimmten Wein, Weißwein zu hellen Fleisch trinken, man muss aber nicht den Wein trinken, ja, und so weiter. Also das, da haben wir sozusagen kulturgeschichtlich gesehen auch ein Abbild dieser modernen Gesellschaft. Aber da sind wir schon im 19. Jahrhundert. Was geht mich das an? Schauen wir auf die nächste Kategorie. Was geht uns das heute an? Was ist denn aus der Zeit der Aufklärung sozusagen bis heute geblieben? Naja, wir leben in einem Zeitalter der Aufklärung, auch wenn gegenwärtig immer wieder ganz wichtige Aspekte in Frage gestellt werden, wie die Menschenrechte. Ja. Aber letztendlich prägt unsere Gesellschaft die Aufklärung und die Ideen des Zusammenlebens. Ja. Also die Französische Revolution ist deswegen eine Revolution, kann deswegen als Revolution bezeichnet werden, weil sie einen völligen Bruch des gesellschaftlichen Systems erzielt. Es entsteht der Verfassungsstaat. Also wenn man die Französische Revolution anschaut, dann sollte man nicht immer nur auf den Terror, auf die Schreckensherrschaft achten, wo die Köpfe gerollt sind. Das wird so gern betont. Das ist natürlich eine schreckliche Geschichte. Aber das Zentrale an der Französischen Revolution ist doch, dass der Verfassungsstaat sich durchgesetzt hat, der bis heute unser Zusammenleben prägt. Und das sollte, denke ich, bewusst werden. Dann der Individualismus, aber Individualismus, der nur in Solidarität mit den anderen gedacht werden kann. Also keine uneingeschränkte Freiheit, die da gepredigt wird, sondern das Zusammenleben ist ganz wichtig. Das alles ist für uns heute bedeutend. Die Aufklärung ist für uns eigentlich die Grundlage dieser Gesellschaft, in der wir leben. Wenn man an die Aufklärung denkt, dann fällt auch immer wieder dieser Begriff des Lichtes, also sozusagen diese Lichtmetaphorik. Plötzlich wurde es hell und diese Dunkelheit weicht. Woher kommt denn das? Naja, die Aufklärung wird auch als Zeitalter des Lichtes bezeichnet, Enlightenment im Englischen oder Siècle de Lumière im Französischen. Das hängt damit zusammen, dass sozusagen die neue Gesellschaft in Abgrenzung
zur alten feudalen Gesellschaft gesehen wird. Also die alte Gesellschaft wird auch aus politischen Überlegungen heraus als eine Gesellschaft bezeichnet, die zu überwinden ist. Und der Weg, der Fortschritt führt ins Licht sozusagen, in die Demokratie, in die aufgeklärte Gesellschaft. Zumindest in die aufgeklärte Gesellschaft. Ja. Also da spiegelt sich, oder da finden wir eben das Licht, und daher kommt diese Idee des Siècle de Lumière. Ja, wie dieses Licht dann ganz genau ausgestaltet ist, nämlich vom Untertanen zum Aktivbürger, wie das genau ausgesehen hat, darüber reden wir in der nächsten Folge. Herr Helmut, vielen Dank, dass Sie auch heute wieder bei uns waren. Danke für die Einladung. Österreich, die ganze Geschichte. Ein Podcast von ORF3.